Also ja, mein erster Tisch war halt viel besser als der jetzt ist, wurde aber leider nach dem ersten Level, glaube ich, aufgelöst, nach der ersten Pause. Und jetzt bin ich an einem Tisch, wo sich so 7, 8 gute Spieler befinden. Kann nicht viel machen. Ich bin ganz gut vom ersten Tisch vorne, habe jetzt so 50k, denke ich. Und eben Shortstack rausgenommen, aber ja, lasst es auf mich zukommen. Und ich werde mich jetzt nicht groß mit den guten Spielern konfrontieren. Wir haben jetzt 2 Spieler rausgenommen, mal gucken, welche da noch kommen. Aber ich fühle mich wohl, fühle mich fit, konzentriert. Ich denke, da kann man nicht viel passieren. Wie legst du das Spiel an? Im Moment eher tight. Also es macht keinen Sinn, sich da jetzt diese 3-Vers, 4-Vers Sachen, die ganzen Internetspieler machen, nur um sich so gegenseitig zu beweisen. Das ist nicht mein Ding. Ich versuche da einfach, es zu haben, wenn die es nicht haben. Zählst du dich eher als Internet oder doch mehr als Live-Spieler? Definitiv als Live-Spieler. Ja. Also, hast du da das nicht einen Vorteil eigentlich in einem Live-Turnier den Internetspielern gegenüber? Weil von der Tischerfahrung bist du ja nicht weit voraus. Ich sag mal so, ich hatte definitiv einen Nachteil gegen sie im Internet. Und ich hoffe, dass ich den durchs Live wegmachen kann. Ob das reicht, meine Erfahrung, weiß ich nicht. Aber ja, also viele Internetspieler, die so das erste, zweite Mal auf ein Live-Turnier kommen, die wissen halt nicht so richtig, was sie machen sollen und merken auch nicht, welche Fehler sie machen. Da kann man sich doch schon den einen oder anderen Vorteil haben. Ziel ist, ins Geld kommen oder gewinnen? Ich habe gesagt, bevor ich losgereist bin aus Hamburg, 100.000 oder nichts. Also ich muss nicht gewinnen, aber wenn ich die ersten 3 kommen würde, wäre es schon sehr gut. Okay, danke dir. Ja, gerne.